Ja, hallo? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Bodo Etrüger. Ich würde Ihnen ganz gerne ein paar Fragen stellen. Was für Fragen wären das denn? Von der Firma Aus und Beute. Ich wollte Sie fragen, ob Sie gerne Geld sparen. Wenn ich welches hätte, würde ich auch was sparen, ja. Das passt wirklich sehr gut, weil wir können Ihnen zeigen, wie Sie langfristig Geld anlegen und sparen können. Okay, und wie soll das gehen? Alles, was Sie zu tun hätten, ist, uns Ihre Kontodaten zu überlassen. Den Rest würden wir machen. Ach, nur meine Kontodaten, oder was? Genau, das ist absolut einfach. Ja, meine Daten lauten 4, 8, 15, 16, 23, 42. Warten Sie mal ganz kurz, die Zahlen kenne ich irgendwo. Ich glaube, Sie sind einfach nur lost gerade. Wie lautet denn Ihr Name? Bubka P. Enes. Ist das Ihr Ernst? Nö. Hallo? Ey, diese ganzen Abzocker am Telefon, ne, nervt mich das an, Alter. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist... Sag einfach, was du willst, okay? Ich habe 100 Millionen Euro und ich muss die unbedingt loswerden. Alles, was Sie zu tun haben, lass ist... Lass mich raten, ich muss meine Daten geben, Sie oder? Sie müssten wirklich nur 1 Euro an mein Konto senden, sonst kann ich das Geld nicht... Du willst nicht... mich doch wohl auch verarschen. Für wie dumm hältst du mich nein, eigentlich? Nein. Hören Sie mir zu. Ich sitze hier auf einer Insel fest und wirklich nur so komme ich hier Denkst weg. Du wirklich, ich bin von vorgestern, oder was? Nein, bitte. Idiot, ey, was ein Vogel. Ja, das kann doch nicht sein. Wieso funktionieren weder E-Mails noch Anrufe? Das kann doch nicht angehen. Ich krieg so langsam echt einen Hals hier, ohne Witz. Ich will doch nur hier weg. Wieso will denn niemand mein Geld. Ey, als ob die schon wieder anrufen, Mann. Ja, hallo? Schönen guten Tag, der Herr. Mein Name ist Rainer Zufall. Sie möchten mir bestimmt auch irgendwas verkaufen, oder? Ich möchte Ihnen Ihre Leidenschaft näher bringen. Schauspieler werden? Knapp daneben, aber immer noch falsch. Mobile Legends Adventure. Das kostenlose RPG. Ach, komm schon. Genau, es wurde mehr als 22 Millionen Mal heruntergeladen und... Es ist wirklich einfach und entspannt zu spielen. Sobald Sie das Spiel starten, sammeln Sie automatisch Erfahrungen und Ressourcen. Also dieser Kunststil, er befleckt förmlich das Spiel. Befleckt das Spiel? Und es gibt 70 einzigartige Helden von 7 Fraktionen. Wie hört sich das denn an? Gibt's auch zufällig den reichen Prinzen von der Fraktion, geh mir nicht auf den Sack, einsame Insel? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt das Event Getönte Fata Morgana, Abgrund Halbmond. Und wie sieht's aus mit dem Event Abgrundtief Dämlich? Wollen Sie mich verarschen? Ja, natürlich will ich Sie verarschen. Das Event beginnt am 9. April. Es gibt neue Erfahrungen, es gibt neue Belohnungen. Nein, sagen Sie bitte ja, nicht. Ja doch, es wird ein neuer dunkler Held gelauncht und die Heldin Selina, die kriegen Sie einfach oben drauf. Treten Sie einfach dem Spiel bei und erhalten in den ersten 7 Tagen 50 Beschwörungen for free, indem Sie einfach Mission abschließen. Wie hört sich das denn an? Wirklich? Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt unglaublich, oder? Das ist ja wirklich absolut der Wahnsinn, das Schönste, was ich heute gehört habe. Ja, ich weiß. Würden Sie eventuell meine Mail notieren und mir noch ein paar Infos zuschicken? Ja klar, kann losgehen. Ich habe was zu schreiben. Ja, meine E-Mail lautet fab.issen. Ja, fab.issen, okay. @sie-sich.de. Sie-sich.de. Spinner, Alter. Was ist das für ein Idiot gewesen? So, hast du die Telefonitis, oder? Ich doch nicht, die rufen mich doch an. Ja gut, so kann man das auch sehen, ne? Jetzt geht das schon wieder los hier, was ist denn da? Ja, hallo? Schönen guten Tag, ich hätte gerne eine kleine Calzone und eine große Margarine. Was? Gönn der Mensch, das heißt Margarita, bist du doof oder was? Entschuldigung, eine kleine Margarita meinte ich. Du bist hier falsch, glaube ich. Und noch zweimal Knoblauchsoße, bitte. Hier ist kein Pizzalieferdienst. Ach Mist, nur habe ich aus Versehen Döner angerufen, oder was? Du Jürgen, ich habe mich, glaube ich, verwählt. Ja, und nun? Hier ist weder ein Döner noch ein Pizzalieferdienst. Ich würde dann einfach einen Döner mit allem nehmen, und du? Ich nehme auch einen, ohne Zwiebeln aber, ne, wegen Maulgeruch, weißt okay, du. Okay, dann hätten wir gerne 2 Döner und den einen bitte ohne Zwiebeln. Es gibt keinen Döner hier. Wo sind wir denn dann gelandet? Bei Griechisch oder was? Nein, auch nicht. Asiatisch, oder? Asiatisch, ja, das würde ich auch nehmen. Ich bin kein Lieferdienst, aber was ist los mit dem Opa? Was willst du denn haben sonst? Hühnchen mit Reis, das hört sich gut Entschuldigung, an. Entschuldigung, was ist los? Mensch, ich bin ein ganz normaler Mensch, hier ist kein Lieferdienst oder so, hast du das verstanden? Müssen wir abholen kommen oder was? Sag mal, ich bin kein Restaurant. Also kein Essen bei Ihnen oder was? Wie jetzt kein Essen? Ja, dann hätten Sie auch ein bisschen früher sagen können, ne? Sag mal, ich hab das von Anfang an gesagt. Ja, dann müssen Sie mal ein bisschen deutlicher sprechen hier. Gut, alles klar, bis dann. Ja, da ist er weg, du. Ja, toll gemacht, Günther. Sag mal, was ist heute los hier? Du wirst ja im Sekundentakt angerufen. Ja, es nervt mich auch, ich komm zu nix hier. Das nervt ja jetzt sogar mich an, du. Siehst du schon wieder? Ja, weiß ich doch nicht, was bei dir los ist, du. Hallo? Gott sei Dank, endlich geht mal jemand ran. Wer ist denn Hören da? Sie mir bitte genau zu, ich wurde entführt und habe ein Handy gefunden. Ich habe jetzt irgendeine Nummer angerufen und in der Hoffnung, dass jemand rangeht. Sie was? Müssen die Polizei anrufen, die sollen das Handy hier orten, sonst was? Sonst zwingen die mich hier Pizza mit Ananas zu essen, das ist kein Scherz. Ah, okay, tja, wissen Sie was? Verarschen lasse ich mich nicht nochmal, verstanden? Aber ich brauche wirklich Hilfe, bitte. Ja, Sie brauchen auch wirklich Hilfe, hören Sie auf, Leute zu verarschen, verstanden? Ananas war leider aus, jetzt gibt's eine Runde Kiwi-Pizza. Ey, was soll denn das, wie schlecht er das geschauspielert hat, ey. Wo haben die denn alle deine Nummer, ich meine, woher? Die Leute wären auch immer schlechter, oder? Ich würde das mal im Auge behalten, das kann doch so nicht angehen. Du, keine Ahnung, ich wundere mich hier auch die ganze Zeit. Sag mal, wollen wir vielleicht was essen? Ich habe irgendwie Bock auf Calzone jetzt. Warte ganz kurz. Hier steht, ich habe 1000 Euro ein neues iPhone gewonnen. Ich muss nur meine Telefonnummer angeben. Das muss ich noch ganz kurz machen, warte. So, hast du die Telefonitis, oder? Ich doch nicht, die rufen mich doch an.